Herzlich willkommen, Kinder, zur Kinderkirche online. Ich würde mal sagen, Licht an. Habt ihr erkannt, dass wir es waren? Cool, dass ihr dabei seid. Das freut uns richtig doll. Yes, wir freuen uns auf eine neue Folge Kinderkirche online und sind schon sehr gespannt, was uns erwartet. Was glaubst du, was erwartet uns heute? Auf jeden Fall wohl Spiele. Spiele werden uns erwarten, guter Lobpreis wird uns erwarten. Und eine spannende Geschichte. Eine spannende Geschichte. Und manchmal, Kinder, seht ihr vielleicht weniger und da steckt was ganz anderes hinter. Hier unsere optische Täuschung. Wir haben geleuchtet und ihr habt gar nicht gesehen, dass wir das eigentlich waren. Aber ich würde mal sagen, wir tanzen jetzt einfach mal von der Bühne runter und erwarten jetzt richtig coole Spiele, okay? Ja, Kinder, jetzt ist Zeit für Spiele. Wer von euch hat richtig Lust? Oh ja, sehr cool. Wir spielen heute Bring mir was. Das kennt ihr auf jeden Fall schon. Es ist auch ganz einfach. Ich sage einen Gegenstand und dann müsst ihr ganz, 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 ganz schnell versuchen, diesen Gegenstand zu finden und mir zu bringen. Und wer schneller ist, der bekommt einen Punkt. Und wir haben hier auch zwei Kandidaten, die gegeneinander antreten. Johannes und Edem. Du hast keine Chance, Johannes. Oha, guck mal, der macht sich schon mal ready. Ja, genau, Kinder, macht euch warm, okay, denn ihr müsst gleich richtig schnell rennen. Und das ist gut, wenn man vorbereitet ist. Okay, ich würde sagen, das reicht. Ja. Wir können anfangen. Und der erste Gegenstand ist ein Buch. Oh, Johannes war schneller. Einfach für Johannes, aber du hast das Buch noch erst durchgelesen, deswegen hat es so lange gedauert. Ja, deswegen. Ja, super. Tut mir leid, habe ich das Spiel nicht ganz verstanden gehabt. Du hast noch ganz viele Chancen. Okay. Kinder, wie schnell wart ihr? Strengt euch auch auf alle Fälle an. Jetzt möchte ich gerne etwas haben, was ganz, ganz klein ist. Findet den kleinsten Gegenstand, den ihr finden könnt. Wow, das ist ganz, ganz klein. Was ist klein? Eine Münze ist klein. Eine Büroklammer ist klein. Oh, jeder war ein bisschen schneller. Ihr habt hier einen Stift. Ja, ist es fast gleich groß. Aber der Stift hier, der ist so klein, man sieht den gar nicht richtig in der Kamera. Der Stift ist ein bisschen kleiner, deswegen sehr, sehr gut. Okay, was denn noch? Ich hätte gerne Buntstifte. Buntstifte, okay. Schneller, 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 Kinder! Wer findet die Buntstifte schneller? Oh, nicht streiten, nicht streiten! Wer war denn das jetzt für euch? Ich sehe, der Johannes ist schon aus der Puste. Kannst du noch? Ja. Oha, okay. Kinder, könnt ihr noch zu Hause? Dann bringt mir mal etwas, was ganz wichtig im Sommer ist. Was braucht ihr so im Sommer? Was benutzt ihr im Sommer? Boah, ich habe hier Wasser. Wasser Sommer. Auf jeden Fall sehr wichtig. Muss man hier viel auch trinken und so. Das ist ganz, ganz wichtig. Eine Mütze, die ist wichtig gegen die Sonne. Sehr gut macht ihr das. Ihr seid gut dabei. Was gibt es denn noch, was ich gerne hätte? Ich hätte gerne ein Kuscheltier. Oh, das war schnell. Edem, was hast denn du hier? Ein Sonnencreme. Ach so, falsch verstanden. Du warst noch bei dem Thema davor. Aber Johannes hat mir ein Kuscheltier gebracht. Das war gut. Das ist auch richtig. Der Punkt zählt auch. Kinder, was ist euer Kuscheltier zu Hause? Habt ihr einen Teddybär? Habt ihr auch ein Eichhörnchen? Ich weiß es nicht. Okay, was kann man denn noch als letzte Runde machen? Die Kamera. Okay. Die Kamera, die hole ich mir. Na dann. Ah, nee, das zählt nicht, Edem. Ich würde sagen, es gibt noch eine letzte Runde. Ich überlege gerade. Mir ist ganz schön warm, euch auch. Ich brauche noch was, womit man sich abkühlen kann. Hier, Wasser, Wasser, Wasser. Wasser, nein. Wasser, Wasser, Wasser. Oh, oh
nein, ich habe ein bisschen Angst. Okay, aber nicht auf mich, nicht auf mich. Nein, 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 nicht auf mich. Sie wollte abgekühlt werden. Nee. Wir belassen das dabei. Ihr bekommt beide einen Punkt. Es ist mein Friedensangebot, okay? Ihr bekommt beide einen Punkt. Und ihr habt auch beide gewonnen. Und ich will nicht nass gemacht werden. Kinder, das hier eskaliert gerade ein bisschen. Deswegen, gut, beenden wir das hier. Gut, dass ihr mitgemacht habt. Ihr wart richtig schnell und habt viele Sachen gefunden. Das war richtig stark. Und jetzt geht es auch gleich weiter. Und zwar mit dem Lobpreis. Yes, und wir sind bereit zum Tanzen. Seid ihr auch bereit zum Tanzen? Oh, das war noch nicht laut genug. Könnt ihr noch? Seid ihr bereit, mit uns zu tanzen? Mega, wir wollen Gott feiern, weil Gott hier ist. Er ist der Größte, deswegen klatscht mit uns in die Hände. Let's go, come on. Und 1, 2, 3 und hey, yo. Für dich singen, du bist es wert, dass wir für dich tanzen. Du bist es wert, an erster Stelle zu stehen. Oh, oh. Du bist es wert, dass wir dich loben. Du bist es wert, dass wir dich verehren. Jesus, du bist es wert, dass wir dich lieben. Oh, wir klatschen oben, let's go! Come on! Für dich singen, du bist es wert, dass wir für dich tanzen. Du bist es wert, an erster Stelle zu stehen. Oh, oh. Du bist es wert, dass wir dich loben. Du bist es wert, dass wir dich verehren. Jesus, du bist es wert, dass wir dich lieben. Oh, du bist Gott der ganzen Welt. Du bist Gott der ganzen Welt. Du bist Gott, der uns liebt. Du bist Gott, der zu uns hält. Du bist Gott, der uns vergibt. Du bist Gott der ganzen Welt, du bist Gott, der uns liebt. Du bist Gott, der zu uns hält, du bist Gott, der uns vergibt für immer. Gilt ein Versprechen. Du bist es wert, oh. Du bist es wert, oh. Du bist es wert, oh. Das will ich lieben. Für dich tanzen, du bist es wert, an erster Stelle zu stehen. Wow, du bist es wert, dass wir dich loben. Du bist es wert, dass wir dich verehren. Jesus, du bist es wert, dass wir dich lieben. Du bist Gott der ganzen Welt, du bist Gott, der uns liebt, du bist Gott, der zu uns hält, du bist Gott, der uns vergibt für immer. Du bist Gott der ganzen Welt, du bist Gott, der uns liebt, du bist Gott, der zu uns hält, du bist Gott, der uns vergibt für immer. Gib dein Versprechen. Du bist es wert, oh. Du bist es wert, oh. Du bist es wert, oh. Das will ich lieben. Genau, Gott ist es wert. Du gabst dein Leben. Zu ihm, wenn es dir nicht so gut geht, dann wenn es dir gut mit geht. Mit dir macht Leben wirklich Sinn. Danke Gott. Du gabst dein Leben für uns hin. Genau, er gab sein Leben für dich und für mit mich. Mit dir macht Leben wirklich Sinn. Noch einmal. Du gabst dein Leben für uns hin. Mit dir macht Leben wirklich Sinn. Mach dein Partylicht wieder an. Du bist Gott der ganzen Welt, du bist Gott, der uns liebt, du bist Gott, der zu uns hält, du bist Gott, der
Danke, Gott. Gott, du bist groß, du bist bei uns und du siehst so viel mehr in uns, in jedem Einzelnen von uns. Danke, dass du uns so sehr lieb hast. Amen. Genau, Gottes Größe können wir nicht erfassen, aber wir können darüber singen. Und deswegen mach mit, steig ein. Lass uns daran glauben, dass Gott wirklich groß ist. Weiter als die Himmel. Weiter als die Himmel ist deine Liebe. Nicht mal an den Wolken hört deine Treue. Und bouncen. Genau, ganz cool runter. Aber schön langsam. Und so tief es geht, so tief, so tief. Du bist groß. Lass uns singen, er ist groß. Du bist groß. Du bist groß. Du bist groß. Gott ist so groß. Wir sind stets umgeben von deiner Güte. Yes. Für die ganze Erde reicht deine Gnade. Oh, bounce, bounce, bounce. Genau so. Yeah, das Lobpreisteam hat's drauf. Und ihr habt's auch drauf. Yeah. Und 3, 2, 1. Und wir gehen alle hoch. Come on. Du bist jeden Tag will ich entscheiden, dich zu ehren für all deine Taten. Jeden Tag will ich dir sagen, wie groß du bist. Und wir klatschen zweimal, let's go. Jeden Tag will ich entscheiden, dich zu ehren für all deine Taten. Jeden Tag will ich dir sagen, wie groß du bist. Du bist groß. Groß, größer als wir denken. Und jetzt bin ich sowas von gespannt, wie es mit der Geschichte weitergeht. Yes, in den letzten Wochen haben wir darüber gehört, stark und mutig zu sein. Und dabei haben wir auch beides Mal eine kurze Geschichte gehört von einem Mädchen namens Luisa und wie es ihr in der Schule ergangen ist. Und letzte Woche hat sie eine neue Freundin gefunden. Doch dummerweise ist die neue Freundin jetzt krank und sie ist in der Schule, Luisa, und das geht ihr nicht so gut. Und deswegen hat sie sich tatsächlich in der Toilette versteckt. Mal gucken, was da passiert. Oh Mann, Mia, warum bist du denn heute nicht da? Ich traue mich gar nicht, nach draußen zu gehen und in die Pause zu gehen und mit den anderen zu spielen. Die sind alle viel älter und ich weiß auch gar nicht, ob die mich mögen. Die waren doch letztens schon so gemein zu mir. Ich glaube, ich bleibe einfach die ganze Pause hier auf der Toilette. Luisa? Gott ist mit dir, du kluge Schülerin und mutige Heldin. Wenn Gott wirklich mit mir ist, warum spüre ich denn ihn nicht?
Die anderen sind alle viel größer als ich. Ich bin die Kleinste in der Klasse und niemand möchte mit mir reden. Und außerdem weiß ich auch gar nicht, ob ich gute Noten schreiben kann. Ich bin nicht so klug und mutig bin ich auch nicht. Stopp! Ich weiß nicht, ob ihr es gerade erkannt habt, aber Luisa ist ein Engel begegnet auf der Toilette. Ziemlich verrückte Geschichte, oder? Wie würdest du reagieren, wenn du dich auf der Toilette versteckst, weil du Angst hast? Und dann kommt ein Engel zu dir und sagt, tapfere Heldin, mutige Schülerin zu dir. Verrückte Geschichte, sowas würde doch niemals passieren, oder? Tatsächlich ist sowas Ähnliches einmal passiert. Und zwar ist es passiert einem Mann namens Gideon. Gideon lebte zu einer Zeit, die schon lange, lange vorbei ist. Damals hatte Gott Israel aus Ägypten befreit durch Mose und durch Josua in ihr neues Zuhause ins verheißene Land geführt. Letzte Woche haben wir ein bisschen davon gehört. Doch Israel war leider nicht so besonders lange glücklich in ihrem neuen Land. Denn es wuchs eine neue Generation heran, die Gott nicht so gut kannte und die nicht mehr auf seine Gebote hörte, die ihm nicht mehr folgte. Und deswegen hörte Gott auf, sie zu beschützen. Und es kamen Feinde in das Land von Israel, die Midianiter. Und immer wenn gerade Erntezeit war und sie Getreide ernteten und Äpfel und Kartoffeln und was auch immer sie ernteten, alles, was sie an Essen ernteten, die Midianiter kamen und nahmen es ihnen weg. Die Israeliten hatten nicht mehr genug zum Essen. Sie hatten nicht mehr genug zum Anziehen. Es ging ihnen richtig schlecht. Sie beteten zu Gott um Hilfe. Doch das Erste, was Gott ihnen sagte, war, ey, ihr wart selber schuld. Doch dann schickte Gott einen Engel. Einen Engel, und er schickte ihn zu Gideon. Das ist Gideon, ja, ihr seht ihn hier. Gideon hatte sich versteckt. Er hatte sich versteckt, um heimlich ein bisschen Weizen von der Ernte zuzubereiten, damit er etwas zu essen haben würde und nicht seine Familie verhungern musste. Doch er hatte Angst vor den Midianitern und deswegen tat er es ganz heimlich. Er versteckte sich, genauso ähnlich wie Luisa eben auf der Toilette. Doch dann kam der Engel und sagte, Gideon, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ach, mein Herr, du bist es. Du hast doch versprochen, bei uns zu sein, aber uns passieren nur schlechte Dinge. Du hast es nicht nur mir versprochen, sondern auch schon unseren Vorfahren. Du hast ihnen damals gesagt, dass du sie aus Ägypten herausführen möchtest. Aber du hast uns jetzt verstoßen, mein Herr. Und jetzt hast du uns in die Hände der Medias gegeben. Gideon war überhaupt nicht so begeistert von dem Engel. Er sagte nicht, wow, ein Engel. Er sagte nicht, oh cool, Gott, danke, dass du sowas Tolles zu mir sagst. Er war richtig traurig und verzweifelt. Er konnte nur das Schlechte sehen. Und vielleicht geht es dir auch manchmal so. Vielleicht bist du jetzt wieder neu in die Schule gestartet und bisher kannst du mehr das Schlechte sehen. Du vermisst die Ferien, du bist genervt, dass du früh aufstehen musst. Vielleicht bist du nicht zufrieden mit deinen neuen Lehrern. Vielleicht merkst du, dass du echt viel nachholen musst wegen Corona. Vielleicht ist auch alles cool. Aber wenn es dir so geht, dass du gerade eher das Schlechte siehst, dann möchte Gott dir sagen, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gott ist mit dir, aber er ist nicht nur mit dir. Er möchte dir nicht nur helfen, wie wir in den letzten zwei Wochen gehört haben, sondern er sieht mehr in dir. Er möchte dich gebrauchen, dass du in der Schule für andere da sein kannst. Er möchte dir helfen, dass du es schaffst, aber er möchte auch, dass du anderen hilfst, dass sie es auch schaffen und dass es ihnen auch gut geht, weil er sieht in dir das Potenzial, ein tapferer Held, eine tapfere Heldin zu sein. Und so sagte der Engel zu Gideon, Gideon, geh mit der Kraft, die Gott dir gegeben hat und rette Israel von den Midianitern. Obwohl Gideon nur das Schlechte sehen konnte, obwohl er
unzufrieden war und Angst hatte, gab Gott ihnen einen wichtigen Auftrag. Stark und mutig zu sein und Israel zu retten. Und genauso möchte Gott dir einen Auftrag geben, für andere da zu sein, in der Schule, anderen, die wenige Freunde haben oder keine Freunde haben, eine Freundin zu sein oder ein Freund zu sein. Mit dem, was du in der Schule gut kannst, andere zu helfen, andere zu ermutigen und ihnen was Nettes zu sagen. Gott hat einen Auftrag für dich, denn er sieht mehr in dir. Lass uns doch mal kurz schauen, wie es mit dem Theaterstück von Luisa weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich gute Noten schreiben kann. Ich bin nämlich nicht besonders klug. Und mutig bin ich auch nicht. Nimm das, was du hast, und gib dein Bestes. Pass gut auf im Unterricht und kümmere dich um die, die auch nicht so viele Freunde haben. Ich gebe dir einen Auftrag und ich werde dir helfen. Mit Gottes Hilfe kann ich das schaffen. Sei stark und mutig, denn Gott ist mit dir. Sei stark und mutig, denn Gott möchte dir helfen. Aber sei stark und mutig, denn Gott sieht mehr in dir. Er möchte nicht nur dir helfen, er möchte nicht nur bei dir sein, sondern er möchte dich gebrauchen, um anderen zu helfen, um andere zu unterstützen, um anderen eine Freundin oder ein Freund zu sein. Das ist Gottes Auftrag für dich, für dein neues Schuljahr. Und wenn du denkst, ich schaffe das nicht, dann vergiss nicht, Gott ist mit dir und er hilft dir. Er hilft dir auch, anderen zu helfen und für andere da zu sein. Und ich fände es richtig cool, wenn du diesen Auftrag Gottes für das neue Schuljahr annimmst, wenn du stark und mutig bist für andere und erlebst, wie Gott mit dir ist und dir hilft. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich jetzt gerne einmal mit dir beten. Mach doch mal deine Augen zu. Das hilft uns, uns auf Gott zu konzentrieren. Und denk kurz darüber nach, ob du das möchtest. Möchtest du für andere da sein? Ihnen ein Freund, eine Freundin sein, ihnen helfen, wo du kannst. Dann steh doch jetzt mal auf. Ja, einfach mal aufstehen, dort, wo du jetzt bist. Achte jetzt nicht auf deine Geschwister oder deine Eltern, sondern wenn du das möchtest, steh einfach auf, dann bete ich jetzt für dich. Gott, ich danke dir für jeden Jungen und für jedes Mädchen, was jetzt aufgestanden ist. Ich danke dir, dass du ihnen einen Auftrag gibst. Einen Auftrag gibst, weil du mehr in ihnen siehst. Weil du siehst, dass sie tapfere Helden in der Schule sein können. Dass sie für andere da sein können. Dass sie anderen eine Freundin oder ein Freund sein können. Und ich bitte dich, dass du ihnen dabei hilfst. Dass du ihnen die Kraft dazu schenkst. Und dass sie erleben, wie du bei ihnen bist, wenn sie für andere da sind. Amen. Richtig cool. Gott hat unser Gebet gehört. Gott wird mit dir sein. Du kannst ein tapferer Held sein mit seiner Hilfe und mit ihm an deiner Seite. Und du kannst einen Unterschied machen in deiner Schule für die anderen Kinder. Ich freue mich darauf, wenn du das schaffst. Und ich freue mich auch darauf, wenn du was erlebst, was cool ist, wenn du uns das berichtest, ja, zum Beispiel in der Kinderkirche vor Ort kannst du uns das erzählen, zum Beispiel bei unseren YouTube-Videos kannst du das in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, hier in der Online-Kinderkirche und wünsche dir bis dahin eine richtig gute Woche in der Schule. Bis dann, tschüss.